Zucchero. Von Scirocco Blu Caretino. Ein Schimmel aus der erfolgreichen Zucht der Familie Könke in Badendorf. Der im mittleren Rahmen stehende Hengst ist geprägt von einem ausdrucksstarken Kopf mit klarem, großem Auge. Seine Oberlinie ist besonders hervorzuheben. Sie ist hervorragend in ihrer Aufteilung und verkörpert Geschlossenheit und Kraft. Im Jahr 2017 schloss der Hengst seine Sportprüfung in Münster-Handorf ab und das hoch erfolgreich. 8,5 für den Galopp und die Manier, 9,0 für das Vermögen und 8,7 für seine Rittigkeit und den Gesamteindruck bedeuteten am Ende eine gewichtete Gesamtnote von 8,69. Seit August 2018 ist Zucchero im Stall von Rolf-Göran Bengtsson und wird hoch erfolgreich von Bart van de Maat auf Turnieren vorgestellt. Das Paar konnte 5 Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M gewinnen und sich auf internationalem Parkett platzieren. Zucchero konnte sich in der vergangenen Saison in internationalen Springen mehrfach hoch platzieren, wie unter anderem in Neumünster, Oplerbeck und Lichtenfurde. Der Vater Scirocco Blu ist ein holländischer Hengst mit internationaler Blutführung. Über Mr. Blu, Voltaire und Le Tour de Semilly auf eine französische Mutterlinie zurückgehend. Er selbst konnte bereits Nationenpreise und internationale große Preise unter Jur Frieling für sich entscheiden und gewann Mannschaftsgold bei den Europameisterschaften in Aachen 2015. Mr. Blu selbst war ein international erfolgreiches Springpferd unter Bert Romp. Die Mutter, die Staatsprämienstute Zarese, ist eine Tochter des selbst im Sport geprüften Caretino, der über Nachkommen wie zum Beispiel Casal Cristallo oder Chandra mehrfach einen Platz unter den Top 10 der WBFSH-Weltrangliste erreichen konnte. Der so wichtigen Mutterlinie von Zucchero entstammt unter anderem der dreimalige Derby-Sieger von Toni Haßmann, Colin. Zucchero's Nachkommen traten im Rahmen der Holsteiner Körung und bei der ersten Holsteiner Winterchance in den Fokus. Bei der Auktion der nicht gekörten Hengste in Neumünster stellte Zucchero mit seinem Sohn Zoronto die Auktionsspitze.